So, schönen guten Morgen. Wir haben uns hier eingefunden. Guten Morgen, Gemeinde. Zur Klassenfahrt. Exakt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe viele Streiche mir einfallen lassen. Oh Gott. Ja. Jetzt ehrlich? Ja. Für wen? Für uns? Ja, sicher. Scheiße, ey. Ich habe ein großes Repertoire an Gemeinheiten. Oh, sehr schön. Ja. Freue ich mich drauf. Das wird sehr schön. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie wir das alles in den Bus kriegen. Ich weiß auch noch nicht. So, an Menschen haben wir nämlich alle da. Und dann stelle ich mal alle vor. Nämlich das hier ist der Andi, Sänger von Harpien. Guten Morgen. Ja. Hier, das ist unser Jonas. Schönen guten Morgen. Moin. Moin. Da ist unsere Nicola. Moin. Die macht Merch bei uns. Guten Morgen. Unser Holger. Morgen. Unser Techniker. Der Felix. Gitarrist, nett wie immer. Und Mario, eigentlich krank, aber mit Ibo geht, oder was? So, unser Joel. Hi. Der macht Stagehand und so. Ja. So, dann haben wir hier nochmal Andi. Sag mal, du bist schon ein bisschen kamerageil, ne? Unser lieber Stefan. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Der macht Merch für Harpien. Dann haben wir den lieben Prime. Einen wunderschönen guten Tag. Drehleier-Dudelspieler. So nämlich. Ja. Dann haben wir unseren Checklistenführer, John. Ripper, hallihallo. Was ist da, Harpje? Shirt, Caps. Und dann haben wir da vorne... Ich kann lesen. Caps. Das ist schon mehr als 90% der restlichen Band. Freust du dich? Mega, hab richtig Bock. Du musst das erste Mal nicht fahren. Mich vergessen. Aus Milch gesaugt. Oh, warte mal. Du schon wieder. Ich hab auch noch vergessen. Ach, hallo. Du bist nämlich der Lars. Ja, hi. Nämlich Gitarrist bei Harpje. Freut mich, liebe Leute da draußen. Hallo. Los, schlipp dich, dein Schweinchen. Schierst du etwa, du weißt, der Bus hat keine Heizung, ne? Also ist schlafen ist... Wir müssen kuscheln. Treibst du Unfug? Ja. Wir müssen Brian ganz viele Komplimente den ganzen Tag machen. Und zwar unangemessene Komplimente. Hab ich ja schon gesagt, wie gut du aussiehst? Du bist ein Schatz. Ja. Komm, wir zeigen mal den Bus. Das ist das erste Mal, dass du in so einem Bus unterwegs bist? Nee. Andi, wir waren da schon mal mit demselben Bus unterwegs, ne? Ich glaube, es ist dasselbe, ja. Ich habe Harpje begleitet. Sind wir in die Schweiz gefahren. Wie lange waren wir unterwegs, als wir in die Schweiz gefahren sind? Waren das 3 Tage? Ja. Ja, ne? Also 3 Tage haben wir schon in dem Ding verbracht. Fühlt man sich da eigentlich irgendwie total fame? Also ganz ehrlich, bei diesem einen Festival habe ich mich schon sehr unangenehm gefühlt, ja, als wir da angefahren sind. Warum? Kleines Dorffestival und dann kommt man mit so einem dicken, fetten Nightliner an. Das ist schon unangenehm. Gestern noch Fieber, heute der Hals. Hat jemand meine Kameratasche gesehen? Hier wieder am Schnabulieren ist er hier wieder. Ne? Hast du einen schönen Geburtstag gehabt? Ja, doch. Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Können wir den heute auf der Bühne ja nochmal nachfeiern, ne? Ja, wobei ich mir tatsächlich vorgenommen habe, auf der Tour nicht so richtig zu trinken. Was hast du denn damit vor? Medizin. Eieieiei. Das halte ich nicht aus. Ich bin ja jetzt alt geworden. Sieht man direkt. Das sieht ja schon scheiße aus, ne? Also ohne Anhänger würde es auch wirklich echt gar nicht gehen, ne? Das müssten wir eine Menge tragen. Warte, ich muss ja doch irgendwie wieder rauskommen. Wir hatten gesagt, dass du im Bus mitfährst. Ist so. Nee, die nimmst du mit nach vorne. Ja, leg die ins Bettchen. Ganze Woche mich schon drauf gefreut, dass du dich mit deiner Stange in mein Bettchen legst. Ich habe gerade festgestellt, ich bin die einzige Frau unter gefühlt 100 Kerlen. Ah, Paparazzi. In die Fresse. Hey, die kommen nie mit. Die haben mich beleidigt. Ihr zwei dürft euch nicht gegen mich verbünden, ist das klar. Ja, das machen die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was ich oben im Bus brauche, was nicht. Ich auch dein erstes Mal mit dem Bus, das ist in Ordnung. Ich habe eine Tasche für die Bühne und die brauche ich ja erst, wenn wir da sind. Das ist clever. Dann stelle ich mal sehr gerne unseren Busfahrer vor. Das ist nämlich Frank. Moin. Von der schönen Insel Norderney. Ach, tatsächlich? Jo. Von Norderney kommst du? Ja. Ja, schön, dass du mit uns fährst. Ja. Schön, dass ihr mich mitnimmt. Das ist unser Bus jetzt für dieses Wochenende. Und also hier ist unsere Küchenzeile. Da vorne sind unsere Sitzfläche, wie gerade schon gezeigt. Das hier ist unser Schreihals. Gruppenfoto! Tja, die Realität mit Musikern unterwegs zu sein. Alle gucken sie auf einen kleinen Bildschirm. Content, wir brauchen Content! Hier befinden sich schon die ersten Pfeifen. Hier auch eine Pfeife. Dann noch eine Pfeife. Und also ich verbitte mir das, mich Pfeife zu nennen. Was soll das denn? Unsere Oberpfeife Nicola. Lars ist schon wieder fleißig. Da vorne ist der Busfahrerbereich. So, hier gibt es eine Toilette, die wir nur zum Pipi machen benutzen dürfen. Und hier sind unsere Schlafkojen. Mal gucken, ob hier jemand drin liegt. Nein. Dann gibt es hier nämlich so einen... Gut.
der einen davon abhält, aus dem Bett zu fallen. Und dann ist das unser Schlafgemach. Achso, einen Aufenthaltsraum gibt es, glaube ich, noch. Aber hier ist abgeschlossen. Oh. Wir machen heute Brian so viele Komplimente, dass es ihm super unangenehm ist. Muss richtig absurd sein auch. Richtig absurd. Okay. Bist du dabei? Ich bin auch dabei. So, unser erster Halt, den wir machen müssen, da wir ansonsten nicht auf unsere Busfahrerpausen kommen. Eine schöne Lehmhütte gebaut. Das ist wieder der Klasse, das ist wieder richtig klasse hier, weißt du? Da gehst du da auf diese Sanifair-Scheißhäuser. Du fährst hier jetzt nicht lang, ich stehe hier. Gehst du auf diese Kackhäuser, denkst, oh geil, jetzt komm ich mal hier mit der ganzen Band, mit den Karten. Ich nehme nur einen Bon. Ein Bon pro Artikel mit den 9. Ja, ich habe aber noch 50 von den nur 50 Cent. Na gut, die nehme ich. Hat das geklappt? Ja, die alten gehen. Stark. Welch künstlerisches Outfit sie doch haben. Ja, das habe ich mir extra heute rauslegen lassen. Die haben ja schon viereckige Augen. Was haben sie denn die ganze Zeit gemacht? Video geschnitten. Striptease! Was haben wir gemacht? Geschlafen. Du hast auch schon geschlafen, ne? Siehst auch so ausgeschlafen. So, wir sind angekommen. Im Nachtleben. Zuletzt hier mit Teil Boulevard gewesen. Ist so gar nicht so lange her. Nur ein halbes Jahr, aber es fühlt sich schon wieder an wie eine Ewigkeit. Wir haben richtig weit zu schleppen, weil wir mit dem Lightliner nicht hier direkt vor der Tür stehen können. Ich zeige euch das gleich mal. Ganz da hinten steht unser Kram. Ganz da hinten steht unser Bus. Bist du bereit für die Bühne? Ja, doch. Bisschen kränklich, aber kriegen wir schon hin. Ich finde echt, das ist eine schöne Farbe hat, deine Drehleier. Dankeschön, Johnny. Ich bin dein größter Fan! Was soll das denn schon wieder? Lass das sein hier! Ich bin auch hier. Was haben wir hinter uns? Wodka in Soundcheck haben wir hinter uns. Mit Milch und kleinen Pannen. Die uns anderthalb Stunden gekostet haben? Nein, das war eine halbe Stunde. Nerd steht? Bisher noch, muss das einmal hier festhalten, das leckere Penne-Wodka. Wodka in Rosensoße. Du weißt, dass wir die Toilette nicht nutzen dürfen im Bus, ne? Oh. Dann wird es vielleicht doch was anderes. So, aber ich weiß, ihr habt jetzt kein Geld bezahlt, um die ganze Zeit mein Gequatsch anzuhören. Wow! Mauer, da bist du Musik, oder? Gib mein Bestes.